Heute sitzen lediglich 6 Personen auf der Anklagebank von Heckler & Koch. 5 davon gehören für mein subjektives Rechtsempfinden auf die Anklagebank. Subjektiv deshalb, weil ich kein Richter bin, aber ich habe die Unterlagen, die belegen, dass hier illegaler Waffenhandel vorliegt, vollumfänglich. Ich habe sie erhalten 2009 und Anfang 2010 von einem Whistleblower von Heckler & Koch. Ich habe sie ernsthaft geprüft, zusammen mit meinem Rechtsanwalt Holger Rothbauer. Wir kamen ganz klar zu dem Ergebnis, hier geht es nicht nur um den Export von abertausenden Sturmgewehren, wir reden von über 8000 Sturmgewehren nach Mexico City, sondern von dem illegalen Weiterexport von Mexico City in verbotene Unruheprovinzen, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Chihuahua. Dort, wo der Drogenkrieg tobt, wo die Polizei und die Drogenbanden wüten illegal, dorthin wurden mehr als die Hälfte der Waffen geliefert, nämlich 4700 Sturmgewehre, perfektionierte Tötungsmaschinen, mit denen man in großer Menge in kürzester Zeit Menschen umbringen kann. In Mexiko sind die Behörden und Polizeien involviert in diesen Drogenkrieg. Es sind gestorben in den letzten 6 Jahren über 100.000 Menschen durch den Einsatz von Kleinwaffen, auch Sturmgewehren. Und damit leistet derjenige und diejenigen, die diesen Waffenexport ermöglichten, ich rede jetzt von Heckler & Koch, von dem Bundesausfuhramt und dem Bundeswirtschaftsministerium bis hin zu den politischen Verantwortlichen auf höchster Ebene, Beihilfe zum Morden in Mexiko. Im April 2010, Rothbauer und ich, der Staatsanwaltschaft Stuttgart, viel umfänglich Material übergeben haben. Ich hatte so immer den Eindruck, wenn wir weiteres Material übergeben, es ist nicht gewollt, es ist belästigend, warum kommt jetzt noch mehr? Ich verstehe das nicht, weil eine Staatsanwaltschaft dankbar sein muss, wenn man ihnen die Beweise liefert. Wir haben den engsten Kontakt in Heckler & Koch hinein. Wir haben einen der Menschen, der vor Ort tätig war und gesagt hat, ich steige aus, ich merke, das ist illegal. Da müsste jede Stuttgarter oder jede Staatsanwaltschaft müsste dankbar sein und sagen, juhu, da kommt Material, das diese Anklage nachher auf sichere Beine stellt. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft hat anders agiert. Peter Vobiller, der verantwortliche Staatsanwalt, wurde sogar mal ein halbes Jahr abgezogen. Er hat eingestellt gegen die Behördenvertreter, was ich einen unglaublichen Skandal finde, weil sie auch involviert sind in diesem Fall. Schützt da ein Beamter einen anderen Beamten? Fragezeichen. Ich sage ja. Und gleichzeitig hat er die Ermittlungen und Strafverfolgung aufgenommen gegen den Autor Jürgen Gresslin, Autor des Buches Netzwerk des Todes, und gegen den Filmemacher Daniel Harrig, Meister des Todes, weil wir den Fall publik gemacht haben in Deutschland und in Mexiko. Das ist doch ein Skandal, dass der Peter Vobiller nicht hingeht und sagt, jawohl, die Behördenvertreter gehören jetzt auf die Anklagebank. Es ist eine Triade des Todes. Es ist Heckler & Koch, es ist Bundesausfuhramt, es ist Wirtschaftsministerium. Und stattdessen diejenigen, die aufklären, die helfen, dass dieser Fall A, publik wird und B, verfolgt werden kann, weil wir das Material ja übergeben haben an die Staatsanwaltschaft, dass er die Menschenrechtler und Friedensaktivisten und Journalisten verfolgt, statt die Behördenvertreter.